Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Händlern, die uns alle Preise gestiftet haben, sowie außer den Händlern Aquanox haben gestiftet, sowie von unserem Manga-Szene-Team Lady Raven. Auch bei denen möchte ich mich im Namen vom ganzen Manga-Szene-Team ganz herzlich bedanken. Preisverleihung der einzelnen Teilnehmer, ist ja nicht wahr, gesagt Einzelgruppen, ist es das Alter oder die späte Uhrzeit? Oder beides, genau, Kombination ist tödlich. Wir verteilen Preise für die Startnummern 9 bis 1, den Startnummern, sorry. Also es gibt 1 bis 9 Preise, richtige Preise, und danach gibt es Großpreise für alle. Und das ist aber vielleicht besser, solange der Format reicht. Wir zählen dann mal wieder runter. Also das heißt, wir fangen dann mit Preis 9 an und dann weiter. Irgendwann wird Platz 1 ankommen. Hoffentlich. Dann legen wir los. Auf Platz 9 mit 52 Punkten ist Kuja von Final Fantasy 9. Ich sehe hier nichts sich tun. Wo ist sie? Ah, hi! Auf die Bühne mit dir. Kuja bekommt ein T-Shirt von Robotech. Herzlichen Glückwunsch und danke fürs Mitmachen. Den 8. Platz belegt Shiva von Final Fantasy 8 mit 54 Punkten. Für das schöne Glitter-Glitzer-Puder, das er uns hier gelassen hat. Sie bekommt auch ein Robotech-T-Shirt. Danke fürs Mitmachen, für das tolle Cosplay. Platz 7 mit 55 Punkten. Die nette Dame, die uns alle Husten anhexen wollte. Carla, die graue Hexe von Dragon of Lamasvor. Damit es sie schön warm hält, noch dazu, damit es keinen Husten mehr gibt. Platz Nummer 6, 56 Punkte. Final Fantasy 7, Sephiroth. Ja, er ist da. Er nähert sich der Bühne. Applaus für ihn. Aha, wir kommen zu den ersten 5 Plätzen. Nummer 5 mit 56,5 Punkten. Sind wir hier bei Ranga oder was? Lady Oscar! Da kommt uns sogar was dran, weil ich hoffe, ich hätte on jetzt. Ja, er hält. Haha. Sie bekommt ein Robotech-T-Shirt und eine CD von X. Wir kommen zu Platz 4. 57 Punkte. Meine Damen, es darf eventuell gekreischt werden. Es kommt von... Geht das Mikro noch? Es kommt von Julia Kurz, Sagito. Sagito bekommt eine Action-Figur.
Wort. Das T-Shirt. Ist zwar nicht wirklich visual, aber naja, sorry. Die ersten drei Plätze, es wird spannend. Platz Nummer 3 mit 58 Punkten erhält ein Aquanox-Spiel und ein Handtuch, signiert von den Künstlern Lutz persönlich. Aquanox 2, ja, danke. Dazu gibt es ein Hikaru no Go-Spiel und das bekommt Breath of Fire 4 Nina. Herzlichen Glückwunsch, Lina, und vielen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht bleibst du ganz kurz da, möchte jemand knipsen? Okay, Blitzlicht, Gewitter vorbei. Dankeschön, Lina. Platz 2, 63 Punkte, erhält eine Trigon-Figur und ein ein Robotech-Spiel. Unser netter Herr mit dem Schweizer Akzent. Glückwunsch! Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für den tollen Auftritt. Danke noch einmal zum Publikum. Okay, Stille, Spannung, Platz Nummer 1. Nee, es war 2. Oh, Chaos-Champ, wir haben doch schon Chaos, hallo. Platz Nummer 1, 66 Punkte, erhält eine sehr schöne große Routiner-Videosammlung. Ein Gunplay-Videospiel und Bud, der große Bruder von Sachmetschein wird eine Figur selbst angekleidet von seiner lieben kleinen Schwester überreichen. Ich glaube, jetzt schon zweite, die existiert. Was? Die dritte. Sachmet, die dritte. Okay, Hierarchie. Unser Gewinner der Einzelteilnehmer ist von Peter Ten. Chia! Mit 63,5 Punkten nochmal in den Fall verpasst.
kotzen nicht alle an ihren Von Ruri Kenshin, Kenshin Himura und Sanusuke Sagara. Kennen wir Londra von Deppel. Die Wagner halten jeder ein Roboter-T-Shirt. Cool. Vielen Dank fürs Mitmachen. Herzlichen Glückwunsch. Und es gab noch Jo und Ken und Deppel. Dankeschön. Cool, danke. Ich war auch nicht noch so cool. Platz Nummer 7. Von, oder was ist das? Aus Angel Sanctuary. Birjal. Kunai, Lucifer, die Startnummer 9. Okay, weil ich immer mit den T-Shirts nicht austauschen. Die T-Shirts reinbrummeln. Und dann hinten so rausrühren, so. Nein, ich lege mir noch rum, wenn es drin ist. Dreh ich mir noch rum, Publikum zum Knipsen, ja. Zum Anfeuern, zum. Platz Nummer 6 mit 65 Punkten, die Startnummer 54. Ex-Japan, Yashiki Hirakashi! Am besten geht ihr ganz mal nach vorne, dass ihr euch nochmal angucken könnt, noch ein bisschen klatschen und kreischen könnt. Er erhält, oder wir sind die Gruppe bekommen.
zwei Evangelium-Bücher, eine Tenshimuyo-Figur, eine Samurai Shodown-Figur, eine Giant-Robo-Figur. Und unsere glückliche Gewinnergruppe ist die Nummer 52. Thank you.
Project Zero und dazu eine Robotech Xbox. Zwei Evangelienfiguren. Keine Xbox? Ja, das Spiel ist lang. Sorry. Zwei Evangelienfiguren, ein Joanna West Video, ein Giant Robo Video und zur Krönung nachher von Kurichigo den Kai Wars. Den Kai Wars erkläre ich. Unser Maskottchen der Bullen Kai ist Kai Bonsai, den er vielleicht schon mal in der Manga-Szene in den neuen Strips von Bud gesehen hat. Kurichigo, führ ihn mal bitte vor. Das ist Kai Bonsai. Bin ich schüchtern heute? Kai Bonsai ist süß. Und zwar, Platz Nummer 1. Peter-chan, Misha und alle neue Rules!